Die Familie Deitschik kann den Verlust ihres Sohnes und Bruders Hussein kaum verkraften, auch 2 Jahre nach dem Attentat am Münchner OEZ-Einkaufszentrum. Hussein wurde am 22. Juli 2016 in der Nähe dieses Denkmals erschossen. Er war gerade erst 17 Jahre alt. Immer wieder gehe ich zum Denkmal, immer wieder komme ich gebrochen zurück. Der 22. Juli 2016, um kurz vor 18 Uhr, fallen Schüsse. Er kommt hierher, lauft! Am Münchner Olympia-Einkaufszentrum herrscht Panik. Es stellt sich heraus, der Täter ist ein 18 Jahre alter Deutsch-Iraner. Er ist psychisch krank und hegt zugleich rassistische und rechtsextreme Gedanken. Bevor er sich selbst erschießt, tötet er 9, vor allem junge Menschen, alle mit Migrationshintergrund. Die Amok-Forscherin Britta Bannenberg hat im Auftrag der bayerischen Staatsregierung ein Gutachten zu den Motiven des Attentäters erstellt. Er fühlte sich abgelehnt, er fühlte sich gemobbt, er fühlte sich gedemütigt. Und aus dieser ganzen Gemengelage fing er an, sich intensiv mit anderen Amok-Tätern zu befassen. Der 18-jährige David Sonnbully hat bereits ein Jahr vor der Tat ein Manifest verfasst. Darin bezeichnete er Ausländer als Untermenschen, die er exekutieren wolle. Seine Waffe besorgte er sich im Darknet bei dem rechtsextremen Waffenhändler Philipp K. Der wurde Anfang des Jahres wegen Beihilfe zu fahrlässiger Tötung zu 7 Jahren Haft verurteilt. David Sonnbully teilte seine Gesinnung auch mit anderen Jugendlichen in einem virtuellen rassistischen Netzwerk auf der Spieleplattform Steam. Dort tauschten sie im Anti-Refugee-Forum ihre Vernichtungsfantasien aus gegen Farbige, Juden und Flüchtlinge. Für den Politologen Christoph Kopke ist daher klar, das Attentat in München war nicht nur ein Amoklauf eines psychisch gestörten Jugendlichen, sondern ein rechtsextremes Hassverbrechen. In der Statistik der politisch motivierten Kriminalität, PMK, gehört er meines Erachtens hinein als ein rassistisch motiviertes Gewaltverbrechen. David Sonnbully hatte einen Nachahmer. Der 19-jährige Amerikaner William A. erschoss am 7. Dezember vergangenen Jahres an einer Schule in New Mexico 2 Schüler und sich selbst. Wie David Sonnbully war auch er zuvor im rassistischen Anti-Refugee-Forum. Bayerns Innenminister Herrmann möchte die neuen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten, bevor er eine Neubewertung des Attentats von München erwägt. Doch jetzt schon steht für ihn fest: Wir müssen alles dafür tun, in Zukunft die Prävention gegen solche Entwicklungen auch zu verstärken. Während die Diskussion um die Motive des Attentäters anhält, bereiten sich die Deitschiks auf Sonntag vor. Dann sind es 2 Jahre, dass sie ihren Sohn und Bruder Hussein verloren haben. Wieder einmal ist Familie Deitschik an jenen Ort gekommen, an dem sich vor 2 Jahren ihr Leben komplett änderte. Ein Denkmal erinnert heute an das Attentat am Münchner Einkaufszentrum OEZ. Ein schmerzlicher Trost. Ich möchte, dass diese Tat niemals in Vergessenheit gerät. Und ich wünsche mir, dass so etwas nie wieder passiert. Sein Sohn Hüssein ist eines der 9 Opfer, die am 22. Juli 2016 vor dem OEZ erschossen werden. Der Täter ist ein 18-jähriger Deutsch-Iraner, der sich am Ende selbst tötet. Wie sich herausstellt, war dieser David S. psychisch krank und zersetzt von rassistischen Gedanken. Der Politologe Christoph Kopke hat das Attentat im Auftrag der Stadt München analysiert. Die Tat von David S., für ihn ein rechtsmotivierter Terrorakt, denn die gezielte Tötung ist ganz klar gerichtet auf Opfer, die in seiner rassistischen Gesinnung abgewertet werden und als Ausländer, Kanaken und so weiter für ihn eben kein Lebensrecht haben. Und es gibt neue Hinweise in diese Richtung. So war David S. Mitglied in einem rechten Forum. Dort tauschte er mit gleichgesinnten Vernichtungsfantasien gegen farbige Juden und Migranten aus. Auf dieser Plattform wird er auch von jenem US-Amerikaner verehrt, der ein halbes Jahr nach der Tat in München 2 mexikanische Schüler niederstreckte. Die Staatsanwaltschaft München prüft nun, wie eng die Verbindung der beiden war. Dennoch, die bayerische Staatsregierung wertet die Tat offiziell weiterhin als Amoklauf. Eine Einschätzung, die die Kriminologin Britta Bannenberg stützt. Zwar sieht auch sie deutlich rassistische Ansätze bei David S., doch entscheidend sei ein anderer Punkt. Er fühlte sich abgelehnt, er fühlte sich gemobbt, er fühlte sich gedemütigt. Und aus dieser ganzen Gemengelage fing er an, sich intensiv mit anderen Amoktätern zu befassen.
und er wollte vor allem Aufmerksamkeit durch eine besonders grandiose Tat. Rechter Terror oder Amoklauf. Am wichtigsten erscheint am Ende etwas anderes. Wir müssen alles dafür tun, in Zukunft die Prävention gegen solche Entwicklungen auch zu verstärken. Das ist auch das Anliegen von Familie Deitschik, so kurz vor dem zweiten Todestag ihres Sohnes und der anderen Opfer des Attentats.